10. Spieltag für den TC 1899 Blau-Weiß in der ersten Hockey-Bundesliga. Die Gastgeber trafen am vergangenen Sonntag in Berlin-Grunewald auf den Krefelder HTC. Wir wollten natürlich heute unser Punktekonto ein bisschen hochschrauben, weil wir jetzt bisher bis auf ein Spiel alles verloren haben. Und ja, einfach 3 Punkte holen, einfach gewinnen, einfach auf der Tabelle. Ich glaube, wenn wir heute gewonnen hätten, dann wären wir sogar nicht auf dem Abstiegsplatz gewesen. Ja, und ja, davon sind wir reingegangen. Trotz einer bislang schlechten Saison und nur einem gewonnenen Spiel gingen die Berliner dennoch motiviert ins Spiel. In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten noch einige technische Fehler, die den Spielverlauf ja so ein bisschen durcheinander brachten. Blau-Weiß kam auch gefährlich in den Krefelder Kreis, brachte die Gäste aber nicht aus der Ruhe, aus der Balance. Wir wussten, dass die natürlich jetzt auch einen großen Umbruch hatten, beziehungsweise viele Spieler gegangen sind, viele neue Spieler gekommen sind und die jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren nicht so eine gute Saison gespielt haben bis jetzt. Und deswegen haben wir uns auch erhofft, dass wir hier ein bisschen Chancen haben. Doch leider lagen die Chancen auf einen Sieg nicht so hoch. Die Krefelder nutzten ihre Ecken zwar nicht gut aus, holten aber dennoch das erste Tor, erzielten den ersten Treffer noch vor der Halbzeit. Der TC Blau-Weiß wollte das nicht auf sich sitzen lassen und schaffte es dann kurz nach der Pause mit Leo Mitai-Welz zum 1:1 Ausgleich. Das Tor hat uns dann, glaube ich, nochmal ein bisschen Schub nach oben gebracht. Und ja, dann haben wir wieder einen Deckungsfehler gehabt. Dieser Deckungsfehler kam nicht nur einmal vor, bedauerlicherweise, sondern gleich zweimal. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen holten sich mit ihren 2 Männern, Yannick Eschler und Neil Glassey, dann zum Schluss das 3:1. Keine Chance mehr für den Tabellenzwölften aufzuholen. Wir müssen schauen, dass wir die Fehler, die wir uns jetzt in jedem Spiel passiert sind, versuchen zu minimieren und vorne die Chancen, die wir haben, besser zu nutzen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Aus den Fehlern lernen und das Beste daraus machen. Das heißt es jetzt zeigen. Werden das die Jungs am 11. Spieltag, am 6.10. gegen den Düsseldorfer HC und Hauptstadt Sport TV ist dann wieder dabei.